Herzlich willkommen, Zuschauer. Zurück. Neue Woche, neues Uno. Oh ja. Und Schluck aus der Pulle. Hallo! Geht gut los. Fuck, ich muss ziehen. Es geht nicht besser los, Simon. Jungs, wir hatten in der letzten Folge so viel Spaß. Ich habe eine Idee für diese Runde, ja? Okay, schieß los. Mhm. Wie wäre es, wenn wir mit der kleinen Einwortgeschichte, ja? So eine kleine Impro-Übung, so um unsere grauen Gehirnzellen fit zu halten. Mhm. Jeder sagt im Kreis ein Wort und wir müssen eine Geschichte bilden. Ja? Die muss aber sinnig sein. Also praktisch mal erzählt die Geschichte mit einem Wort immer weiter. Genau. Mhm. Jeder immer nur ein Wort. Man muss zuhören und gleichzeitig spielen. Ja. Habt ihr das geht drauf? Nicht. Also ich hab's nicht drauf, aber ich meine nur. das hat man eben gesehen, Fabi. Ne? Das, ja. Da läuft schnell mal drunter und drüber. Ich bin halt nur. Gerade eben war es doch genau das. Hast du das nicht gemerkt? In der letzten Folge hat er doch genau das gemacht. Deswegen habe ich gesagt, ja. Es kommt doch Scheiße raus. Aber jetzt machen wir es alle. Dementsprechend. Nö, jetzt er uns immerhin ein. Sehe ich nicht. Wer nicht weiß, um was es geht, schau die letzte Folge. Die war grandios. Nee, war sie nicht. Es war nur Dünnpfiff geredet. Nein, Dickpfiff geredet. Dickpfiff geredet. Das war eher Dickpfiff. Und da bin ich jetzt wieder bei meinem Punkt mit der Titanic. Ich konnte ja nicht abschließen. Ich muss mal kurz was zu trinken holen. Ich setze mal aus. Weil ah, geht ja nicht. Die Theorie ist. Ja. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es ein bisschen weit hergeholt, aber am Ende von Titanic, ich will jetzt nicht spoilern, wer Titanic noch nicht gesehen hat, bitte kurz mit drüber schalten, weil ich weiß, wie es ausgeht. Ja, gut, ey. Aber am Ende liegt nicht die so alte, einfach, jetzt noch ins Kino zu gehen. Am Ende liegt die alte auf der Tür. So. Und was holt sie nicht aus der Tasche? Eine Pfeife. Versteht ihr jetzt meinen Zusammenhang? Dickpfiff und Dünnpfiff. Ja, faszinierend. Ich sag jetzt nicht mehr dazu, aber ja. Es sollte eigentlich klar sein, auf was ich hinaus will. Ja, ich sehe es auch. Ich sehe es musste auch. Jack sterben, weil sie Dünnpfiff hat. Jetzt habe ich gespoilert, es tut mir leid. Aber es ist doch die Frage letzten Endes, die jeden interessiert hier am Tisch, oder? Ja, das wird auch im Director's Cut, also man guckt es ja schon über 3 Stunden bis dahin. Dann wird es nochmal 1,5 Stunden diskutiert. Ja, eben. Ich glaube, das ist James Cameron, hat da echt eine lange Diskussion, auch mit den Schauspielern, über diese Frage. Ja, oder ob man Dickpfiff halt reinbaut, ne, und das ein bisschen verändert. Ja. Coole Karten, Simon. Ja, danke. Naja. Wie gesagt, ist nur meine Meinung, eine Meinung. Kann jetzt jeder selber tun. Ja, man muss ja auch dann gucken, zum Beispiel Spiel mir das Lied vom Tod. Da hat's auch einen Unterschied gemacht. Uff, ja. Spiel mir das Lied vom Tod habe ich nur gehört, nie gesehen, muss ich sagen. Du bist echt, und mit dir rede ich nicht mehr. Du willst mein Bett, nee, du bist, nee, nein. Also, stopp, nein, ich muss sagen. Nein, ist, nein. Pascal, nein, du kannst nein, nicht nein sagen, nein, wenn du gar keine nein, Meinung hast. Nein. Ich sage. Nein. Ich sage. Nein. Diese Szene. Ich weiß nicht, am Bahnhof, ist die von Spiel mir das Lied vom Tod, diese Bahnhofsszene? Ja, die ist schon. Dann habe ich weiß, die Bahnhofsszene gesehen und habe das Lied dazu gehört. Faszinierend, du bist voll im Bild, du weißt, um was es geht. Ja, nee, ich weiß, es geht so um Rache, geht es, ja. Es geht, es geht um den munteren Mutter-Monika-Spieler. Das ist ja auch. Ja, auch, ja. Ich glaube, das ist doch so. Der Tod hat einen Schützling gehabt, den hat er trainiert, wie Dieter Bohlen seine Schützlinge. Ja. Und dann ist der Tod aber verstorben. Darf ich mal kurz fragen? Und der Schützling war sehr traurig und hat aber das Lieblingslied von seinem Mentor gespielt. Ja, darf ich kurz fragen? Ich hab doch gedrückt! Bitte, warst du heute im Impro oder hast du gekifft oder was hast du heute? Nein, gar nichts. Ich hab halt einfach ein bisschen Redefluss. Das ist einfach okay. Hast du irgendwelche stimulierenden Substanzen verwendet? Ja, weißt du, es gibt wenn Flammen jeden als Abend, Substanz jeden gibt. Abend macht er das. Weißt du, es gibt halt Leute, die brauchen sowas, um gut drauf zu sein. Und Fabian ist so gut drauf. Ist doch, ich bin super. Einfach so. Es kommt aus mir raus, es ist gefährlich. Weißt du, ich unterstütze es ja, aber ich kenne ihn ja auch. Kennst du mich wirklich, Pascal? Muss ich halt fragen, was ist los? Ja, das ist belastend. Ach, egal, Pascal kann da. Fühlt eh aber auf. Ohne Witz. Können wir auch tauschen. Spiel mir das Lied vom Tod, so war's. Aber ich habe den Film. Ich habe ihn, glaube ich, mal gesehen. Doch, ich habe ihn mal gesehen. Aber es ist ewig her. Das glaube ich dir jetzt einfach nicht. Und deswegen empfehle ich dir, schau ihn dir unbedingt an. Genauso. Oh, fuck. Oh, nee, ich muss ziehen. Es gibt bestimmt 5 Klassiker, die du auch nicht gesehen hast, Pascal. Für eine Handvoll Dollar, Pascal, oder wie? Nee. Die 3 glorreichen Halunken. Kennst du den? Ja, oder der letzte Mohikaner. Aber das sind alles so. Ich kenne ja der letzte Mojito und der ist immer schlecht. Oh Mann.
der Letzte ist immer einer zu viel, ne? Es ist immer, aber immer der Letzte bringt dich zu Fall. Ja, immer der Letzte. Geht's dir so wie Herr der Ringe, ne? Dann hörst du, siehst auf einmal überall so kleine Hobbits und Ents rumlaufen. Ja. Und die rufen dann, bringt ihn zu Fall! Und zack, kipp's um. Das ist echt richtig mies. Vor allem der Disco und so. Und alle sagen, ey, da ist doch gar nichts. Und du so, scheiße, Mann. Die Ents kommen. Die befreien den Fluss. Ring ins Feuer und so. Ja. Die Ents kommen. Da gibt's ein gutes Lied von Linkin Park. In the Ents. Kennt ihr's? Ja. Da geht's darum, dass er im Wald ist. Und dann sind so Bäume, die verfolgen ihn. Und ja. Er hat echt eine super Zeit da. Ich lege jetzt die Null, ich mach's jetzt einfach. Ja, ist okay. Oh, Pascal, nette Karten. Nett. Aber nett ist also auch deine Schwester von Scheiße. Derjenige, der sich diese Folge anschaut und die letzte schon gesehen hat, ja. Dann würd's mich nicht wundern, dann würd's mich nicht wundern, wenn der irgendwann beim Psychologen sitzt. Ja. Und der ihm dann die Frage stellt, na, wie sind Sie zum Massenmörder geworden? Ja, es hat alles mit Dünnschiss angefangen. Mit dünnen Pfiff, so dick Pfiff und dann war's vorbei. Oh, und dann schreibt er gleich, oh, der hat PXH, eindeutig. Ja, das PXH-Syndrom, jeder kennt es. Keiner braucht es. Nee, manchmal tut es einfach gut, einfach so drauf losreden. Ja. Ja, du musst immer auch ein bisschen, kenne ich ja auch von mir, dieses Feingefühl auch für den anderen haben, wenn er das gar nicht aufnehmen kann, weil so viel gequirlte Scheiße aus ihm rauskommt, dass der andere fast platzt beim Zuhören. Dann musst du auch wissen, wann Punkt ist. Mal ist jetzt auf dich bezogen, Pascal. Ja, auf jeden Fall. Bring ich dich zum Platzen? Ja, dann mach weiter. Hey, ich habe gar nicht die Karte ausgewählt. Jetzt hört man gleich. Ich erzähl euch mal was aus meiner Kindheit, pass mal auf. Und zwar gerade wegen Platzen und Aufblasen. Ich muss mal ganz niesen. Ich hab Gesundheit vermisst. Früher hat man bei Kindergeburtstagen. Gesundheit, sagt man! Gesundheit, Pascal. Ich erzähle die Geschichte, hör zu. Ja, genau, wir wollen die Geschichte hören. Die Geschichte besagt. Ich habe früher immer Angst davor gehabt, einen Luftballon aufzublasen, weil ich Angst hatte, er platzt und ich erschrecke mich, ja. Okay. Und auf Kindergeburtstagen Moment, hat man. Aber gleichzeitig hattest du diesen Clown am Bett stehen. Ja. Das ist irgendwie irrational. Okay. Das ist irrational, aber der hat zu mir gewiesen, der macht nichts. Der ist nicht laut. Aber er hat eine rote 9 noch. Er hat eine rote 9 übrigens. Jetzt mal aufpassen kurz. Ja, mal kurz wieder beim Spiel. Wir spielen Uno. Ja. Ja. Geschichte? Auf jeden Fall nochmal zu dem Ballon. Und immer, wenn wir bei Kindergeburtstagen dieses Spiel gespielt haben, habe ich gesagt, ich habe keine Lust. Ich will nicht. Ich bin zu gut oder was weiß ich. Und ich habe mich immer davor gedrückt. Ja, bis Ballonasthenika und sowas. Ja, Ballonasthenika. Ja. Ist okay, die Kinder haben ja alles mögliche an Allergien und Unverträglichkeiten. Weißt du, wie schlimm es ist, wenn so ein Heißluftballon über dein Haus fliegt? Kannst du das nicht? Musst du was dagegen unternehmen oder kriegst du das? Versteckst du dich im Keller? Tja, ich hab beides versucht, ne? Okay, was hat besser funktioniert? Das 88 hat gut getroffen. Oh Gott. Er geht davon. Aber. Gut, dass der Hindenburg schon runterkam. Ich glaube, langsam merke ich auch, wie sich dieser Redefluss doch setzt. Mhm. Die Kinder haben alle möglichen Allergien. Tinte niest zum 10. Mal. Die Kinder, das finde ich unhöflich von dir, Pascal. Könntest du das Mikro ausmachen, wenn du niest? Aber echt, ja, wenn du nichts zu erzählen hast, bitte. Pascal macht nie das Mikro aus. Selbst wenn er was machen muss, dann legt er sein Headset gerade auf den Tisch und läuft weg. Und die Gespräche im Hintergrund hörst du gerade weiter. Ja, natürlich. Tut mir leid, dass überall ich soziale Kontakte außerhalb meines YouTube-Daseins habe. Das liegt aber an der guten sozialen Kontakten zu tun. Pascal, es liegt an der guten Akustik. Du hast nur asoziale Kontakte. Sagte er und wohnte mit 30 Jahren zu Hause. Stopp, der Mann wird bald 31, ja? Oh, Entschuldigung, ja, hast du recht. Das ist noch ziemlich lang. Ja, das geht auf jeden Fall mindestens noch fast ein Jahr, ne? Fast. Ja. Aber zu Hause ist doch am schönsten. Ja, also muss man sagen, der Mann ist wieder zurückgezogen, ja? Der hat, Der war schon auf großer Reise. Ich bin jetzt zufrieden, ich habe ja alles, was ich brauche. Ja, ganz ehrlich. Ja, demnach dürfte niemand irgendwann ausziehen, da hast du recht. Also ich bin jetzt zufrieden, ich ruhe mich hier aus. Das ist es super, ist ja nicht so, dass ich mit meinen Eltern zusammen wohne. So in einem Zimmer. Nee, nass im Gräble.
Oh, Martin. Oh, herrlich. Oh, Fabi. Komm, geh wieder zurück. Komm, was scheiße, Mann? Komm. Komm her. Mach mal, ich hab Mutter. Den Gefallen tue ich dir nicht. Ist gut. Oh. Simon hat eine, ich sag's nicht. Aber passt auf. Doch, sag's jetzt. Martin weiß es doch. Naja, ich kann's mir auch so selber. Blau 9. Jetzt haben wir dich aber alle verraten, Martin, ne? Und du legst den 9, Simon, ist das dein Ernst? Ja. Damit hat eigentlich wenn die 9 sich jetzt durchzieht. Wenn die 9 sich jetzt durchzieht. Dann bist du der Blöde, Fabi. Ja, wollte gerade sagen, es ist ja nicht dann. Ich bin ja nicht dann ich, der geblamed wird. Komm, Fabian, leg eine andere Farbe drauf. Er hat eine blaue 9, ne? Wild. Blaue 9. Komm, leg die 9. Es hätte jetzt gefeiert von Fabi, wenn er die legt. Das ist belastend. Jetzt, Pascal, mach. Wähl die richtige Farbe. Ach, herrlich. Und ich habe ja so gehofft, dass du auch noch eine. Aber ja, nee, da hättest du auch fragen können, weißt du? Ja, hätte ich können, das ist richtig. Ich will mal kurz drauf. Aber wann hat man schon die Chance, so eine plus 4 auf eine plus 4? Ist richtig, es sieht einfach schön aus, die plus 8, ne? Ja, dann will man es auch machen, gell? Ja, verstehe ich vollkommen. Ich bin auch nur so nachtragend wie sonst. Also nicht außergewöhnlich, sondern einfach wie immer. Nee, verstehe ich. So wie ich vorhin in der letzten Folge präventiv gearbeitet habe. Richtig. Das ist genauso auch. Klatsch dich gleich. Nö. Ja, Fabian, klatsch dich! Hey! Das finde ich gemein. Du kannst es nicht tun. Man muss auch irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen, verstehst du? Also recht. Und ich sag dir jetzt, was gerade war. Ich hätte jetzt noch eine plus 2 legen können. Und Buntes sieht's jetzt sogar. Ist gelogen. Aber ich wollte ihm das nicht antun, weil ich ihm gerade eben schon gedrückt habe. War gelogen, hab, war keine plus 2 dabei. Es war eine plus 2 dabei und Rampy hat sie jetzt gerade. Nö. Okay, Bunte hat, Ferb hat sie jetzt gerade. Was? Ich hab keine. Eine plus 2 hast du gerade, Ferb. Ich. Ja. Willst du eine Antwort von mir? Ja, will ich. Als ob ich meine Karten hier verrate. Alter. Was ist denn da los? Solche Assoziationen. Weißt du nicht, was er da gerade irgendwie am Planen ist? Faszinierend. Nee. Also bis jetzt habe ich noch keine plus 2 gesehen. Nee, die sitzt auch, Okay, come on, ich hab sie, ich geh's zu. Weil ich die Bunte nicht drücken wollte, weißt du? Ich bin einfach zu Pascal, einfach es muss immer gedrückt werden, das ist eine goldene Regel. Ja, ich merk schon, mit euch Asozialen. Es muss immer gedrückt werden, das ist eine goldene Regel. Erzähl das mal dem, der den goldenen Schuss nicht gedrückt hat. Den selben Spruch hatte ich auch gerade im Kopf, ohne mich. Ich weiß, ihn nicht gebracht, ich doch viel weil ich ihn zu schlecht fand. Aber wenn du ihn sagst, ist er nicht schlecht. Hast du gehört, was du über dünn und dick Pfiff gesagt hast? Alter, diese Theorie. Und der war zu schlecht? Also bitte, Pascal, vergleich ja nicht Äpfel mit Birnen, ja? Oh mein Gott. Wir haben hier einen Bildungsauftrag. Und du sagst ja sowas schon lange, den hast du aber schon lange unterjocht. Woher kommt der Begriff unterjocht? Vom Joch? Von Jochen? Von Jochen? Von Jochen. Von dem wurde ein Jochen vielleicht mal unter. Untermauert, ja. Untermauert? War der Jochen vielleicht rein? Oder unterwandert? Rot kannst du machen. Das war mal ein Herrscher und der wurde unterwandert. Deshalb. Unterwandert heißt, die sind durch seine Beine durchgewandert? Richtig. Gerannt. Richtig, ja. Gerannt. Ja. Genau so war's. Wie Hobbitze? Ja, genau so. Wie Haubitze? Ja, genau, davon kommt Haubitze. Kennst du nicht die Hobbit-Haubitze? Ja, doch, klar. Von Hobbitze kommt Haubitze und von Haubitze kommt Hobbitze. Klar. Ja. Nee, weil die sich früher immer so durch die Gegend geschossen haben. Ja, wenn die vom einen Auenland ins andere Auenland wollten, ne? Dann haben sie sich durch Haubitzen hobbitzen lassen. Ja, richtig. Genau. Ja, okay. Hab verstanden. Gut. Dann wäre das Kapitel ja auch abgeschlossen. Ja. Simon, das wollte das Pascal, meine ich. Ja, Simon? Alles gut, ne? Alles gut, ja. Und dann hoffe ich natürlich auch immer gute Trinker waren. Da kommt dann halt auch der Spruch her, voll wie eine Haubitze, ne? Ja, klar. Auf jeden Fall. Absolut. Hier haben mit den großen Füßen ja noch zwei Leber. Lebern? Was, die haben zwei Leber? Von Leber. Lebern? Lebern? Leberne? Lebern, hätte ich jetzt gesagt. Lebanon. Was? Lebanon? Leben. Ach so. Libanon? Ja, Libanon. Genau. Die hatten noch zwei Libanon in ihren Füßen. Ah, okay.
Schliemann und ist die Mehrzahl von Leber. Leber, Lebers, Lebanons. Oh mein Gott. Was ist hier wieder los? Es ist einfach zu viel gerade. Also jemand, der uns nicht kennt und sich das anguckt, müsste denken, die sind vollkommen auf irgendwelchen psychedelischen Drogen. Guckt uns dann, darf das erste Video gucken, ne? Mutter hat erlaubt, er darf mal YouTube gucken. Klickt random auf unser Video, es kommt genau das. Und lebenslanges Jugendverbot. Tschüss. Er kommt in ein Kloster. Wer hat schon was gehört? Ich hab keine Ahnung, was er hat. Ich weiß es nicht. Du bist ja verantwortlich. Nein! Da musst du ziehen, wenn er das ist. Ich kann nichts machen. Jetzt zieh da. Ich kann nichts machen! Dann nicht. Oh. Also blau hat er schon mal nicht. Blau hat er schon mal nicht. Ich hab leider kein Blau. Das ich hab blau, also, blau. Blau, blau, blau. Hat die UNO eigentlich was gegen dieses Spiel UNO? Habt ihr da mal was mitbekommen? Ja, die UNO ist gegen alles. Nee, die finanziert sich damit. Ja, nee, ja, weil UNO, ich mein... Das ist UNO, das Spiel die, von denen. Mehr ja, aber haben die ja, nicht rausgebracht. Ja, aber guck mal. Wenn die, das war alles, ja. Weißt du, deswegen mögen die sich im Sicherheitsrat ja auch nie. Die drücken sich andauernd plus Vierer. Und dann sind sie auch ja, und sie verkaufen so, als würden sie uns alle helfen. Und ja, und die blauen Karten sind auch alle weg, weil die brauchen ja Blauhelme, ne? Ist richtig. Ja. Die Befreiungsmacht. Ja, momentan sind die gelben. Oh, Martin! Die Gelbwesten sind momentan sehr gut im Kurs. Ja, die Gelbwesten sind alle nach Frankreich ausgewandert. Richtig. Und die Blauen. Die Franzosen haben eine ganze Hand mit gelben Karten. Ja. Und die. Das Grüne, wo ist das denn? Sind das jetzt die Waldmeister? Ja, dementsprechend, ist die grünen Karten sind alle in Freiburg. Okay. Das passt auch gut, ja? Dementsprechend müsste dann Simon aber ein Franzose sein mit den ganzen Gelben, oder? Ja, das ist. Ich habe jetzt aber gerade ganz viel Grüne auf der Hand. Was bin ich denn? Ein Freiburger? Ja, dann bist du ein Freiburger. Okay. Das ist ja witzig, ich sehe dich hier gar nicht. Ja, Simon, du bist ja auch umgezogen. Hast du, bist kein Freiburger. Hast du mich etwa unterwandert bis meine Unterwohnung hier? So du bist kein Freiburger. Nee, unterjocht hat er, unterjocht. Er hat dich unterjocht in deiner Unterbuchse. Okay. Erstmal Stille. Okay. Erstmal Stille. Das war jetzt so der Punkt. Der war jetzt selbst für euch zu kaputt, oder was? Nein, das war nicht. Nein! Okay, schade, ich dachte, das wäre die gelbe. Ja, schön, dass es ein Ende hat. Alles klar, liebe Zuschauer, wir verabschieden uns aus dieser Folge. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Dick wird dann Dünnpfiff. Dickpfiff. Ach, egal. Tschüss. Tschüss.